Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Es ist wieder Zeit. Wir wollen zu den Kaninchen einmal schauen, was hier so Sache ist. Die Kleine hier. Ich bin mal ganz gespannt auf die kleinen Neugeborenen. Ah, sieht mal einer an hier. Ich habe den heute bewusst ein bisschen was rübergeschmissen hier. Und er scheint so, als wenn sie das auch ein bisschen angefressen haben. Da ist die Pracht, die kleine Kaninchenpracht hier. Heute hatte ich so einen Grauen in der Hand und der hat hier wild rumgeschrien die ganze Zeit. Leider hatte ich keine Kamera dabei, weil das wäre schon sehr witzig gewesen, wenn er da auch rumgeschrien hätte hier vor der Kamera. Aber hier sind sie ein bisschen scheu, sie wollen nicht schreien. Und ich will dem hier jetzt auch nicht irgendwie ein Leid zufügen. Zack, wo ist denn der andere Graue? Das war so ein graues Kaninchen hier. Ah, wo bist du, kleines graues Kaninchen? Schwierig hier in diesem Gewusel hier. Jetzt habe ich ihn ihre Box kaputt gemacht. Ich lasse das mal hier. Der ist irgendwo verschwunden oder ist der hier? Keine Ahnung. Schwierig zu sagen. Naja, vielleicht das nächste Mal. Es läuft ja nicht weg, ne? Die sind ja hier in ihrem Nestbereich. Da kommen sie heraus. Wollen die vielleicht ein Blatt hier? Wollt ihr essen? Ne, wollen die nicht. Guti. Ah, schon wieder ein schöner Gruß geht an Gabi raus, ne? Gerade musste ich an dich denken hier. Ah, wieso hänge ich das nur hier auf, ne? Das sind so eine der Fragen im Leben, die wahrscheinlich nicht beantwortet werden können, zumindest nicht so schnell. Nummer 1. Und hier haben wir Nummer 2. Der Kollege hier. Zack. Auch das wäre erledigt, ne? So, dann gehen wir mal nach oben hier. Hier sind die Wurzeln nochmal im Tageslicht. Und dann gehen wir mal hoch. So, jetzt hier noch einmal im Hellen. Ich habe jetzt hier so eine Treppenstufe reingemacht. Und hier wird das quasi wie so ein Absatz gemacht. Und dort wird das dann auch nochmal abgetrennt. Ich hatte so ein bisschen die Idee, nicht nur ein bisschen, ich hatte die Idee, dass hier eventuell noch mal so ein Stall hinkommt, aber ist noch nicht final. Vielleicht zerstört das auch dieses allgemeine Bild. Ja, ansonsten ist das da hinten fertig betoniert. Die Platten sind da. Ich habe jetzt hier noch so alte Platten genommen, damit man zum Ende hin nicht noch irgendwie Platten fehlen, weil das ja hier auch alles so ein Stück weit abgezählt ist. Alle Wurzeln raus. Alles soweit erledigt. Also ich hoffe, dass das die nächsten Tage gut Fahrt aufnimmt hier. Die kleinen Kaninchen fressen hier schön. Auch hier unten, ich habe heute extrem viel Grünes reingepackt. Also eigentlich ist das so eine Zweitagesportion, die ich in heute reingepackt habe. Heute bin ich so ein bisschen in Gönnerlaune sozusagen. Und dann sollen sie sich das gut gehen lassen, hier die kleinen Viecher. Schön groß werden, ne? Lass dich mal hier sauber machen. Da haben sie. Meine Frau war sehr fleißig, hat sehr viel Grünzeug in dieser Woche gesammelt. Dafür einen ganz herzlichen Dank. Da klauen die sich wieder hier aus dem Mund heraus. Nois Kanal hat auch geschrieben, dass sie Kaninchen hat. Und dann grüße ich dich an dieser Stelle ganz herzlich. Ich finde deinen Namen sehr interessant, Noe. Ich habe das mal so ein bisschen gegoogelt, ich weiß nicht warum, aber ich fand das so interessant. Das heißt ja Trost und Ruhe schaffen. Ein sehr interessanter Name. Dann hat du, Geoffrey, also zumindest ist das so der Username. Ich schätze mal, dass du weiblich bist, weil du letztes Mal von einem Zopf geredet hast oder geschrieben hast. Und sie fragt, wie ich die Kaninchen betäube, mit einem Bolzenschussgerät oder ein Knüppel.
Also ich hatte ja jetzt schon mehrmals gesagt, den Verarbeitungsprozess werde ich hier an dieser Stelle nicht zeigen. Aber alles, was drumherum ist und so ein bisschen Theorie und sowas, das geht auf jeden Fall. So, also tatsächlich ist das hier mein Knüppel, mit dem ich die Kaninchen betäube. Der ist so ein bisschen verschmiert, weil er meistens, ich schmeiße ihn dann hin und dann tropft das da hin und wieder nochmal da drauf. Also den habe ich mir tatsächlich selber gedreht. Aus einem großen Stück Holz habe ich das dann so runtergedreht. Also an der Drehmaschine selber bearbeitet. Das war so mein erstes Versuchsobjekt an der Holzdrehmaschine. Das war schon eine witzige Geschichte hier. Ja, damit betäube ich sie. Das ist so mein Betäubungswerkzeug. Von vielen habe ich auch gehört, dass sie auch so ein Bolzenschutzgerät dafür verwenden. Ich habe mir mal erzählen lassen, dass in dem Moment, wo die Kaninchen quasi zu dem Punkt kommen, wo sie verarbeitet werden und dann quasi mit so einem Knüppel dann auch betäubt werden, dass ihr Körper dann so einen gewissen Stoff aussendet in den Körper hinein, der das Fleisch ein bisschen leckerer werden lässt. Also ihr merkt, absolut wissenschaftlich hinterlegt so diese Aussage gerade. Das hatte ich mal irgendwo mal gehört, ohne jetzt ohne es beweisen zu können oder dem widersprechen zu können. Aber so vom Grundsatz her könnte ich es mir schon vorstellen. Fabi Lu hatte auch einen Kommentar geschrieben. Und sie fragt, wie ich denn zu Pellets stehe. Viele sagen ja, das ist schädlich und nicht so gut für die Kaninchen. Ich nehme die Pellets, weil ich denke, dass das so das Futterangebot ein Stück weit abrundet. Und da die Kaninchen ja verarbeitet werden, müssen sie auch auf ein gewisses Gewicht und auf eine gewisse Größe kommen. Und so viel Grünzeug kann man gar nicht sammeln. Also ich wäre ja tatsächlich den ganzen Tag in Gange, nur Grünes zu sammeln, um ihnen quasi so diesen Gegenwert davon zu geben. Und ihr seht ja, hier liegt das Grüne und sie knabbern trotzdem an dem Trockenfutter. Von daher könnt ihr mir vorstellen, dass das nicht ganz so optimal ist, weil das ja auch nicht das natürliche Essen der Kaninchen ist. Aber so in dem Rahmen, den ich hier betreibe, denke ich, ist das in Ordnung und vertretbar. Monika Anders hatte auch mal einen Kommentar geschrieben, schon vor 4 Tagen, muss ich sagen. Und sie hat geschrieben, dass sie in ihren Kaninchenbereich sowas wie ein Katzenklo reinsetzt und die Kaninchen tatsächlich dann auch so darauf hingehen. Ich hatte mal so eine ähnliche Geschichte, als ich mal einen Stall hatte, habe ich mal so einen Blumentopf, Blumenuntersetzer mal einfach in die Ecke gepackt, so eigentlich so als zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeit und die haben tatsächlich ihr Geschäft auch darauf verrichtet. Also tatsächlich spiele ich mit dem Gedanken, das mal auszuprobieren. Wer weiß, vielleicht funktioniert das ja. Ne? Wenn das dann funktioniert, wäre es natürlich optimal, wenn das alles nur in einem Behältnis ist. Den kann man dann ja einmal pro Tag durchgehen und gut ist. Also ein guter Hinweis. Ich werde das tatsächlich mal verwenden. Vielleicht hat ja der ein oder andere auch schon Erfahrung damit gemacht. Dann gerne in die Kommentare. Evelyn Köppel hat geschrieben, kann man geimpfte Kaninchen essen? Also sie hat geschrieben, nicht essen, aber ich formuliere es jetzt einfach mal in meinen Worten. Kann man geimpfte Kaninchen essen? Und das ist heute auch das Hauptthema dieses Videos an und für sich. Kann man geimpfte Kaninchen essen? Also ich habe einfach mal so, wie ein Amateur es macht, gegoogelt, ne? Da kommt gar nicht so viel bei rum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte irgendwann mal in einem Forum gefunden, dass einer geschrieben hat, im Frühjahr werden sie geimpft und im Herbst werden sie geschlachtet. Und von daher ist das dann unkritisch. Das war so seine Aussage. Ich schließe aus seiner Aussage, dass kurz nach der Impfung das wohl nicht ganz so optimal wäre. Um die Frage zu beantworten, würde ich ganz gerne einmal kurz ausholen. Ich hatte mal einen gehört, der Folgendes erzählt hat. Der hat gesagt, die Tiere, die zur Verarbeitung oder zum Essen hochgezüchtet werden, man sieht und merkt eigentlich, dass viel mehr jetzt mit
mit irgendwelchen Spritzen gearbeitet werden. Die werden hochgepäppelt durch irgendwelche Geschichte. Medikamente laufen dort herein, um sie vor dies oder jenem zu schützen. Und all sowas, was den Tieren, jetzt mal so ein bisschen von den Kaninchen weg, was den Tieren so im Allgemeinen verabreicht wird, um sie vor dem oder dies zu schützen oder da oder sonst irgendwo hinzubekommen. Vitamine und Medikamente und was wir alles noch gar nicht wissen, was dort dann verabreicht wird. Und er sagte dann, wir wundern uns, warum unsere Kinder krank werden, warum wir krank werden, warum wir immer kränklicher werden im Vergleich zu vielleicht vor x Jahren, wo das noch nicht so gang und gäbe gewesen ist. Und er meinte, ob man da nicht eine Verbindung zu ziehen könnte. Und das ist eigentlich auch so meine Antwort auf diese Frage. Wenn das für einen selber kein Problem ist, ein geimpftes Kaninchen zu essen, dann ist ja auch alles gut. Ich denke für mich selber, da ist irgendein Stoff jetzt in den Kaninchen drinnen und ich selber weiß nicht, ob es jetzt irgendwelche Auswirkungen auf meinen Körper, auf den menschlichen Körper hat. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwelche wissenschaftliche Erkenntnisse zu gibt, ob sich da Leute mit beschäftigt haben, das weiß ich alles nicht. Ich bin einfach nur ein normaler Typ, der Kaninchen hält und jetzt versucht, auf diese Frage eine Antwort aus meiner Sicht zu geben. Und wie sollte das eigentlich ablaufen? Hier ist ein Nutztier, das wächst heran, wird dann irgendwann verarbeitet und ist dann eigentlich Bio-Qualität, sage ich mal. Ne? Also eigentlich die beste Qualität, die man so bekommen kann. Das Kaninchen oder das Tier, wenn wir jetzt mal auf uns bezogen, das Kaninchen hier hat ein gutes Leben, gutes Futter, eine gute Gemeinschaft hier. Es wurde nicht gequält oder ähnliches, nicht in so Mini-Boxen gehalten und da gibt es ja tatsächlich Horror-Videos, sage ich mal, sondern hatte ein einigermaßen vernünftiges Leben. Klar, es geht natürlich noch besser, wenn sie auf einer Wiese wären, wäre das natürlich noch optimaler. Aber so in dem Rahmen, denke ich mal, ist das dann schon in Ordnung. Und das wird verarbeitet und dann gegessen. Bei mir ist ja Entnahme nach Bedarf. Das heißt, ich habe hier keinen Rhythmus, nur im Herbst oder nur dann oder nur jenes. Sondern eigentlich läuft das immer so, dass ich jede ein, zwei Monate einen Wurf habe und die dann auch entsprechend nach Bedarf entnehme und auch verarbeite. Wenn jetzt die Kaninchen hier geimpft wären, würde das in meinem Kreislauf, sage ich mal, in meinen Geburt- und Verarbeitungskreislauf so gar nicht hineinpassen. Man könnte das jetzt natürlich auch alles abändern, aber letztendlich muss ich sagen, ich möchte kein Fleisch essen, was irgendwelche Medikamente vorher sich reingespritzt hat. Ich weiß, jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, aber ein halbes Jahr, da ist das sowieso raus, da müssen die sowieso neu geimpft werden. Alles schön und gut, kann ja auch alles so sein. Und wenn man das als Kuscheltier verwenden möchte, denke ich mal, ist das, um es am Leben zu erhalten, auf jeden Fall sinnvoll. Aber zur Verarbeitung, zum Essen, ich meine, das wird ja in meinem Bauch landen. Und wenn das dann mit Medikamenten vollgespritzt ist, dann kann ich mir ja eigentlich auch, so vom Sinn her, etwas aus dem Laden holen. Nicht? Also das verfehlt ja dann so ein bisschen die Qualität, sage ich mal. Ich spiele ja tatsächlich auch mit dem Gedanken, hier so eine Bodenhaltung zu machen, einfach nur damit das Fleisch noch besser wird. Ne? Weil ich denke mir, 2 Quadratmeter sind gut, 15 Quadratmeter wäre noch besser. Dann könnten sie noch Muskeln aufbauen und irgendwie so noch schmackhafter werden. Also das ist ja so der Grundgedanke dahinter. Von daher können geimpfte Kaninchen gegessen werden. Wenn ich jetzt gefragt werde, dann würde ich sagen, sehr ungern, sehr ungern. Irgendwann ist dieses Medikament aus ihren Körpern heraus, dann bestimmt. Aber direkt nach der Impfung würde ich persönlich von abraten. Ja, ein Thema, was die Gemüter so ein Stück weit erzürnt und erhitzt. Aber wir sind jetzt auch an einen Punkt gekommen, wo ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Abonniert diesen Kanal, kostet nichts. Ich würde mich darüber freuen.
Schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.